Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg 389 mit Reiko Schmidt. Schön, dass ihr gerade wieder mit dabei seid an diesem lauschigen Dienstagabend. Man muss die Feste echt feiern, wie sie fallen. Wir haben heute in der Firma uns überlegt, lasst uns doch einfach mal nach der Arbeit einen trinken gehen. Haben wir dann auch gemacht. Und zwar ganz in der Nähe von meiner Firma ist der Freihafen, stimmt gar nicht, der Fischmarkt. Und am Fischmarkt, genauer gesagt, ja, ein Stück Richtung Övelgönne, das ist ein Stadtteil, der auch direkt an der Elbe ist, so auf halbem Weg befindet sich eine sehr, sehr schöne Bar, direkt an der Elbe. Man kann also direkt die Pötte vorbeifahren sehen. Die heißt OK Bar, geschrieben Au und Quai, also eher französisch. Und dann haben wir da gesessen, die Kolleginnen, die Kollegen und ich, und haben da schön einen nach dem anderen reingezogen, denn es war heute Happy Hour bis 20 Uhr. Und da schafft man schon, in 1,5 Stunden 2 Long Island Iced Tea zu trinken. Kennt ihr Long Island Iced Tea? Das steht schon in der Karte drin, bitte nicht mehr als 2 pro Gast. Und das ist auch völlig korrekt und nachvollziehbar, denn der besteht, glaube ich, nur aus Alkohol. Iced Tea ist ja so eher eine Schmeichelbezeichnung. Diese Dinger haben es echt in sich vor allen Dingen. Ja, und dann haben wir da so wirklich schön getrunken und es gibt, das ist dieses Happy Hour Angebot, zu jedem Drink Fingerfood. Sehr, sehr leckeres Essen, wirklich ungewöhnlich gut. Kleine Portionchen, einfach sowas zum dazu naschen, mehr oder weniger. Und dann haben wir halt angefangen, haben halt unseren ersten Cocktail getrunken, wobei auch Longdrinks darunter zählen. Und das Angebot ist 9,90 Euro für einen Cocktail oder Longdrink plus 3 Fingerfood. Ja, haben wir halt genommen. Erstmal so Long Island Iced Tea für mich. Die anderen haben mal was anderes getrunken, wollten irgendwie nicht so viel Alkohol trinken. Aber ich sage immer, man muss die Feste wie sie feiern. Also habe ich da heute mal richtig zugeschlagen. Und dann gab es dazu, was gab es denn? Carpaccio. Und ein Käseteller und was war denn das dritte? Weiß ich schon gar nicht mehr. Denn eine halbe Stunde später, nachdem das Getränk ausgetrunken war, haben wir das nächste Happy Hour Angebot genommen. Ich wieder ein Long Island Iced Tea und dann habe ich mir Mut gefasst, denn es gab auch die Kombination mit Austern, Fischsuppe und mariniertem rohen Fisch. Frag mich jetzt nicht, welche Sorte. Und ich wollte schon immer mal Austern essen. Wollte ich schon immer mal machen, aber habe mich nie getraut, weil ich erstens nicht wusste, wie man sie isst und zum Zweiten ich auch nicht wusste, ob mir das vielleicht wirklich schmeckt. Und die Kollegin von mir, die sagte, ja, probier mal, Reiko, ist lecker, sag ich, du, nur wenn du auch eine Auster mit isst. Ja, nur dann mache ich das. Brauchte ich irgendwie heute so ein bisschen eine moralische Unterstützung? Und dann sagt sie, okay, bestelle ich mir auch. Sie hatte, glaube ich, was hat sie denn getrunken? Mojito ist aber auch eher unwichtig. Und dann saßen wir da, irgendwann wurden die Austern serviert, beziehungsweise diese 3 Fingerfoods, eins davon war ja nur Auster. Und dann dachte ich, sieht ja irgendwie eigenartig aus, ne? So ein aufgeschnittenes Teil da. Und sie sagte zuvor noch, ja, und wenn du da Zitrone drauf träufelst, dann zuckt das nochmal. Hat's aber nicht. Hab die Zitronenscheibe da, die dazu war, ausgedrückt, hat nichts gezuckt. Ja, dann haben wir das halt mit dem Messer so rausgelöst. Sieht eigentlich aus für alle von euch, die noch keine Auster gegessen haben. Ich habe ja auch viele Jahre warten müssen, bis ich heute zum ersten Mal dazugekommen bin. Es sieht aus wie eine aufgeklappte Muschel und da liegt dann das Fleisch drin. Sieht so aus, als wäre das in der Flüssigkeit. Und das Fleisch, das liegt recht locker drin, ist an einer Stelle an der Schale festgewachsen. Und da löst man es halt mit dem Messer. Dann träufelt man, wie gesagt, die Zitrone drauf und dann setzt man diese halbe Muschelschale, ist es natürlich nicht, ist eine Auster, an den Mund und dann rutscht das so in den Mund rein. Und ich dachte schon, irgendwie ist das nicht so richtig was für ein Reiko. Wie es übrigens aussieht, könnt ihr euch auf der Homepage angucken. Klickt mal rein auf www.nachtzugnachhamburg.de. Nachtzug nach Hamburg in einem Wort geschrieben. Da seht ihr mein Fingerfood und das ganz linke davon ist eben diese offene Auster. Und dann setzt man so diese Schale an den Mund an und dann rutscht das so eigentlich in den Mund hinein und man denkt, oh, das schluckst du mal lieber gleich runter. Und eigentlich schmeckt es nach nichts. Es schmeckt nach Zitrone, es schmeckt nach Salz.
Das sind die Sachen, die man da so zuvor drauf macht oder das Salzwasser drauf. Aber eigentlich schmeckt es nach nichts. Und ich weiß gar nicht, warum es alle so toll finden, Austern zu essen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich freue mich, dass ich es heute mal gemacht habe, dass ich mitreden kann, dass ich weiß, wie sich's anfühlt, wie man es halt zu sich nimmt. Aber mehr ist es nicht. Es soll ein paar positive Nebeneffekte haben, die Männer sehr zu schätzen wissen, obwohl in dem Alter bin ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und es ist nicht eklig. Ja, es sieht komisch aus, es fühlt sich im ersten Moment ein bisschen eigenartig an, aber dann ist es eigentlich ganz okay. Tja, das habe ich heute erlebt. Das war's für heute. Jetzt werde ich erstmal ausnüchtern und hier reichlich Wasser trinken. Ich danke euch fürs Zuhören. Für den Speicherplatz auf euren Geräten muss morgen extra zeitig aufstehen. Mich holt eine Kollegin ab. Ich habe nämlich mein Auto dort stehen gelassen und bin jetzt mit der U-Bahn zurückgefahren. Deswegen muss ich jetzt dringend ins Bett. Dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko.